Oh, ja, damit herzlich willkommen zu einer kleinen neuen Runde Far Cry Primal. Wir sind ja bei uns in der Heimat, im Heimatdorf. Füllen mal ganz kurz unsere Vorräte auf. Da haben wir hoffentlich nicht ganz so viel aufzufüllen. Manche Sachen haben wir hier auch schon komplett voll. Bienenschwarm. Lol, wir haben echt so viele? Was? Okay. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Läuft. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Und zwar haben wir. Das sieht witzig aus. Der Bär mit dem Lagerfeuer im Gesicht. Wir haben das letzte Mal den Auftrag mit der Maske von Krati gemacht und haben damit die Isila-Heimat, diese Dingens fertig oder frei gemacht. Und nähern uns dem Ende. Und ja, wir beginnen jetzt mit dem ersten, mit der ersten Jagd, mit der ersten Wildsau, ne? Die Wildsau. Der Blutfang-Säbelzahn, den holen wir uns zuerst. Das wird unsere erste Jagd sein. Und Besonderheit, den können wir dann am Ende zähmen. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen, beziehungsweise mich auf jeden Fall. Und da machen wir uns jetzt auf. Ja, zuerst hin. Ich gucke jetzt gerade, wo ist man. Ja, wir sind von da wahrscheinlich schneller. Starten wir einfach mal da. Und dann starten wir langsam rein. Und zwar, ja, in die letzte Phase, in die. In, ins, ja, in Richtung Ende. Und warte, wir holen uns erstmal unseren Kleinen hier. Weil das sind die letzten drei, die wir noch brauchen. Das ist einmal der Säbelzahnblutfang, dann einmal der große Narbenbär und der Schneeblutwolf. Und die können wir jeweils auch jagen. Ja, da müssen wir hoch, okay. Und ja, das machen wir jetzt auf jeden Fall. Da starten wir jetzt mal voll rein. Was ein komischer Weg. Ach so, da. Der muss Muskeln im Arm haben von dem ganzen Klettern. Oder von dem Laufen, ne? Beinmuskeln hat der bestimmt auch. So, wir müssen hier. Ich finde diese Bogen so schön, die hier mal überall verteilt sind. Achso, das warst nur du. Schon gewundert, warte mal, komme ich hier irgendwo hoch? Ja, da komme ich hoch. Das hätten sie auch mit einem machen können. Sprich, die Wurzeln, die da oben runterhängen, dass sie dann auch unten auf der kleinen Stufe hängen. Wir sind auch schon fast da. Ich habe mich so gerade so halb erschrocken. Bei den Ziegen. In der Nähe befindet sich eine Bestienmeisterjagd. Ja, und die steuern wir an. Die wollen wir jetzt machen. Da hauen wir jetzt alles an Energie rein, die wir haben. Kurz bevor wir damit starten, gucken wir auch, dass wir eben alle Vorräte sammeln. Also alles, was wir noch nicht voll haben, dass wir das mal eben machen. Komme ich nicht hier? Ah, genau. Dann sparen wir uns ein bisschen Weg. Lol. Das war ja sehr schön. Ja, eine Bestienmeisterjagd. Ich hoffe, die findet nicht in einer Höhle statt. Das sieht mir hier stark nach Höhle aus. In die Höhle. Oh nein, Alter, eine Höhle. Willst du mich ver... Oh nein. Ja gut, vorher füllen wir mal eben unsere Vorräte auf. Einmal hier. Die werden wir auf jeden Fall gebrauchen. Und
Machen wir so, machen wir so. Und wir erkunden jetzt die Höhle. Immer schön mit dem Jägerblick, ne? Okay. Nein! Oh! Ich habe noch glücklicherweise die Leertaste gedrückt. Okay. Immer wieder schön den Jägerblick einsetzen. Wir wissen ja nicht, wo der rumhockt. Da müssen wir also hin. Oh, hoch mit dir, hoch mit dir. Es war aber sehr tief. Ich würde mal sagen, da oben geht's dann los. Macht euch bereit. Alles klar, Digga. Das ist das Viech, was wir fangen wollen. Ja, läuft. Blutfang Säbelzahnjagd. Bestienmeisterjagd. Die Untersuchungsgebiete auf der Minikarte enthalten Spuren, die von großen Bestien hinterlassen wurden. Einige große Bestien können gezähmt werden. Dafür musst du sie allerdings zunächst besiegen. Solltest du sterben, bleiben die Wunden, die du den großen Bestien zugefügt hast, für deinen nächsten Jagdversuch erhalten. Ja, Lagerfeuer entzünden wir mal. Lol. Okay. Hier waren wir noch nicht, also er könnte jetzt hier irgendwie überlauern. Ah, da, rotes Gebiet, genau. Da sind das Fußstapfen, ey. Was zum Henker? Lol. Untersuche die Umgebung. Ah, hier, das wahrscheinlich. Ach, das ist noch Freund von gerade eben. Ganz ruhig. Was geht da unten ab? Ich will mal nur kurz gucken. Okay. Nicht da ein... es ist jetzt keine Ecke, wo wir gerne hinwollen. So viel sei schon mal gesagt. Ich hoffe, wir sind jetzt richtig. Ja, sind wir da, sind noch Spuren.
Benutze Hinweise, um den Blutfang Säbelzahn aufzuspüren. Na, du stehst mir so ein bisschen im Weg zum Gucken. So, hier unten weiter. Ich kann aber auch nicht nach unten gucken. Oh. Ungefähr da müsste er jetzt hocken, oder wie? Nee, da. Nee, das ist wieder was anderes. Da geht's weiter. Mein Gott, komm, geh da weg. So, und hingehen. Ich muss die Pfeile aufsammeln. So, wir haben jetzt hier eine Spur, die führt hier rauf. Irgendwie hat es ab und zu nicht so mit dem Klettern, oder? Ging ja nach da. Ist mal was anderes als so eine andere Jagd, wo? So die standardjagdartigen Sachen. Ist der hier runtergegangen? Ja, da sind Fußstapfen. Ich sehe schon das rote Gebiet auf der Karte, das wird echt lustig. Okay, ich würde sagen, der muss hier hochgegangen sein, wenn das Gebiet da schon ist. Untersuche die Umgebung. Ah, da. Blutfang krank. Nutze die Hinweise. Wir haben zwei Sachen auf der Karte. Da oben, da sind rote Spuren gewesen. Genau hier. Also ging er hier hin. Bin mir nicht sicher, hier, oh, ah, hier ist oben. Er ist oben geblieben. Da geht's weiter. Immer wieder schön. Nein. Immer wieder schön V drücken. Das ist eine schöne Ecke hier. Wenn ich mir die mal normal angucken könnte. Statt im Jägerblick immer. Nein! So, einmal kurz, genau. So, das ist schiefer. Da hoch. Ah, da sind meine anderen beiden Pfeile auch gewesen. Sehr schön. Sprich, wir müssen jetzt hier. So, 48 haben wir. Hier einmal hier. Oha. Alter, was hat denn der hier gemacht? Er macht Clown scharf. Ja, ganz toll. LOL! Thank you.
das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen hier. Alter, bin ich schlecht, ey. Ja, das waren jetzt viele verschossene Pfeile. Wir nehmen mal kurz ein paar Pfeile auf. Den Rest holen wir uns gleich wieder zusammen. Haben wir hier. Haben wir da. Oh, der ist auch weg. Also hier gibt es Dachse ohne Ende, Alter. Leck mich am Arsch. So, einmal kurz herstellen. So. Fallen für große Bestien. Auf der Jagd nach großen Bestien findest du Punkte auf der Karte, auf deiner Karte, an denen du Fallen auslegen kannst. Nähere dich diesen Punkten und nutze die, deine Rohstoffe, um eine Falle aufzustellen. Große Bestien, die sich in den Fallen verfangen werden, verwundet oder für kurze Zeit bewegungsunfähig. Alles klar. Ach, warte mal. Ganz vergessen. Den können wir doch mal eben ansprechen, den Kollegen. Wir haben ihn gerade gerettet, dann können wir das auch mal eben machen, ne? So. Gut. Damit haben wir ein bisschen XP und einen neuen Dorfbewohner. Unsere Bevölkerung ist jetzt auf 133 gestiegen. Leute, das ist doch schon mal eine Hausnummer. Gibt's bestimmt. Hier, Hausnummer gibt's bestimmt. So, einmal kurz gucken. Ah, da hat er nochmal gerieben. Dann müssen wir nochmal hin. Da ging er weiter. Avenger-Ereignis abgeschlossen. Alles klar. Hat der Blutfang wahrscheinlich für uns erledigt. Genau, hier ging hier hoch. Ah, da sehe ich diese komischen Netze. Das sind wahrscheinlich die Fallen, die man aufstellen kann. Gucken wir mal, dass wir so viele aufstellen wie möglich. Sehr spitz. Schön. Einmal hier, einmal da. So, dann einmal hier noch eine. Aber wir können noch eine aufstellen. Einmal hier oben. Ich möchte so viele wie möglich aufstellen, dass wir den auf jeden Fall irgendwie bekommen. Ich spreche den noch nicht an. Ich will erst noch die Falle da machen. Da oben ist noch eine. Überall. Alles muss voll sein mit Fallen. Ach, da oben. Keine Zeit für dich. Wir müssen Fallen aufstellen. Kurz gucken. Genau. So, das war's dann mit den Fallen. Kann ich hier eigentlich auf der Karte auch sehen? Einmal ranzoomen. Nein, alles klar. Gut, dann wollen wir doch mal schauen. Ich würde sagen, für den nehmen wir Speere. Ich würde sagen, die machen ordentlich Damage, aber brennende Speere. Brennende Speere brauchen wir dafür. Einmal das und einmal. Dantan Winja, Waichagwija, Winja Krauhas, Au, Kuspa Manam, Tu Dantan Guama. Finde ein Bett und ruhe dich aus. Ja, dann ruhen wir uns doch mal aus. Aber die Fallen haben wir aufgestellt. Die Fallen haben wir aufgestellt. Bis abends sollen wir uns ausruhen. Bis zur Abenddämmerung. Akzeptieren. So, wir haben das Ding jetzt, das brennende Ding, einfach so in die Tasche gesteckt, ne? Es brennt natürlich weiter, müssen wir es nicht nochmal anzünden. Und ja, es wird jetzt langsam dunkel. Ich freue mich schon.
20 Minuten haben wir gebraucht, jetzt um den zu finden oder zu ihm zu kommen. Was? Lege Fallen aus. Okay, wir müssen hinterher. Er brennt auch, Alter. Wahnsinn. Nein, wo läuft er hin, Alter? Okay, ich habe jetzt Pfeil und Bogen noch. Die kommen als nächstes. Ich muss erstmal näher rankommen. Vielleicht rennt er nochmal in eine Falle rein. Bitteschön. So, auf geht's mit Pfeil und Bogen. Er läuft an allen Fallen vorbei, die wir ausgelegt haben. Das ist nicht gut. Wir können eigentlich auch aufeinander reiten, oder? Obwohl, dafür muss er erstmal wieder geheilt werden, komplett. Ich schneide ihm mal den Weg. Obwohl, Alter, wo rennt der denn her, Alter? Er ist entkommen, willst du mich verarschen oder was? Fick dich doch. Boah, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Alter, was? Was zum Henker? Ja los, hopp mit dir. Auf und davon heißt das doch. So. Ja, dann müssen wir wieder zurück. Eine Falle müssen wir dann noch erneuern. Das machen wir auch gleich. Wir holen uns mal eben Holz. Wir brauchen wahrscheinlich Holz für die ganzen Fallen, ne? Ja, komm du mal her. Bitteschön. So. Genau. So, auf geht's. Wir haben ihm aber schon Schaden gemacht, sprich, er dürfte schon verwundet sein. Wenn ich das richtig gelesen hatte, ne? Sollte er schon verwundet sein. Nein, die Falle können wir nicht nochmal aufstellen. Oh Mann. Wir brauchen dringend Dingens hier. Fuck. Wir haben kein Hartholz mehr. Kann ich hier irgendwo... Da. Hartholz, Hartholz. Hartholz, 30, jawohl. Es ist besser als nix. So, ausruhen bis zur Abenddämmerung und auf geht's. Dann versuchen wir es doch mal. So, es ist wieder abends. So, das Ding zünde ich schon wieder an. Ich hoffe, der kommt jetzt und rennt in irgendeiner von den beiden Fallen. Ich habe da gerade einen Punkt gesehen.
Er rennt einfach wieder davon, Alter. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Er darf uns nicht entkommen, Digga. Er darf uns einfach nicht entkommen. Schnell, Alter, wir müssen hinterher. Los doch! Alter, was ist denn mit dir? Leck mich am Arsch, Alter. Er rennt schon wieder da hinten hin. Willst du mich verarschen? Alter, so kann ich nicht an ihm dranbleiben, Mann. Ich muss reiten. Wo bist du? Komm, Alter, komm her. Hallo. Hallo, ich will reiten. Los. Oh, du bist... Ah, das kann doch nicht sein. Alter, warum rennt der denn da so behindert rum, Mann? Das haben die echt doof gemacht mit den Fallen. Die rennen ja gar nicht in die Fallen rein. Die rennen ja immer dahin, wo sie gerade lustig sind. Beziehungsweise immer eine ganz andere Route nehmen. Toll. Ganz toll. Naja, er ist kurz vor down und ich habe keine Materialien mehr. Ach, jetzt kann ich die Fallen wieder aufstellen. Jetzt kann ich die Fallen wieder aufstellen. Ja, auf jeden Fall die, ey. So, einmal absteigen. So. So. Ich habe, glaube ich, gar kein Holz mehr dafür, ne? Doch, Hartholz. Habe ich noch. Perfekt. Mach ich einmal da eine Falle, das passt schon. Und einmal das. Wir brauchen dringend Hartholz. Und zwar sehr viel Hartholz. Ach komm, mach ihn. Dankeschön. So. Genau. So, wir machen mal ganz schnell nochmal hier. Jetzt fehlt uns Tierhaut, Alter. Willst du mich eigentlich verarschen? Tierhaut. Wo haben wir denn hier Tierhaut? Tierhaut, Tierhaut, Tierhaut. Nein. Ah, die sammeln ganz gut. Tierhaut habe ich doch da. Weißfischhaut, schön. Ich fülle einmal nochmal alles auf hier. Ne? So, so, so. Und ganz oben auch nochmal. Ja, hier sind die heute. So, das auch nochmal. Und darauf bleiben wir direkt und zünden gleich das Ganze an. Die eine Falle lege ich jetzt dann wohl doch. Die legen wir auch mal schnell. Also der ist jetzt von da schon gekommen. So, den haben wir. Den zähmen jetzt. Boah, der Mundgeruch. Blutfang-Säbelzahn gezähmt. Zum besten Menü hinzufügen. Geil! Jetzt haben wir unseren ersten Blutfang-Säbelzahn. Tiger. Wir haben unsere erste Jagd, haben wir fertig. So. Zwei Fähigkeitspunkte. Ja, sehr schön. Wir haben gesagt, wir gehen erstmal hier drauf, ne? Genau. Oder soll man das hier, Rohstoffe finden? Ja, komm, machen wir das.
Das können wir derzeit gut gebrauchen. Und zwar müssen wir ja ganz viel Holz sammeln. Die Fallen sind trotzdem noch ausgelegt. Das ist sehr schön. Dann ist alles in Butter, ne? Gut. Ja, ich würde sagen...